Ich grüße dich. Ja, heute müssen wir über ein trauriges Thema reden. Und da gibt es eine Person, nennt sich Luke, der in Sat.1 immer seine Sachen macht. Zuletzt war er auch im Fernsehgarten zu sehen, wo er sich schon sehr daneben benommen hat, dass er die Frauen als alte, schrumpelige Kartoffeln bezeichnet hat, hätte den Fernsehsendern schon klar machen können, dass man diese Person rausschmeißen muss. Aber nein, hat man nicht gemacht. Stattdessen macht diese Person, Luke Mockridge, oder wie auch immer heißen mag, macht er jetzt wieder Sachen, die sehr, sehr diskriminierend sind und auch für einen ziemlichen Spott. Und ich frage mich echt, warum solche Menschen eigentlich TV-Auftritte bekommen, wenn man Menschen mit Behinderung diskriminiert, verspottet und so weiter. Das ist ja nicht mehr normal. Ich wäre dafür, dass diese Person von den Fernsehverträgen zurücktreten sollte und einmal ein Jahr lang im Behindertenbereich arbeiten sollte. Dann wird er sehen, dass es nicht schön ist, wenn jetzt Menschen epileptische Anfälle bekommen oder einen amputierten Bein haben und so weiter und so fort. Ich finde, dieser Mensch gehört ordentlich bestraft, der über Menschen mit Behinderung spottet. Und es kann ja nicht sein, dass man solche Menschen wirklich so verunglimpft. Und ich bin froh, dass Sat.1 die Konsequenz gezogen hat, aber das reicht bei weitem nicht. Es sollten sich einmal die Schutzverbände, die für Menschen mit Beeinträchtigung zuständig sind, hier was dagegen machen, wegen diesem Look, der öfters in Sat.1 zu sehen ist, weil diese Menschen zu verspotten, die eine Krankheit haben, ist das Allerletzte und gehört konsequent härter bestraft, als wie er darf die Sendung nicht machen. Da gehört ein bisschen mehr als wie nur das eine. Und ich wäre persönlich dafür, dass dieser Mensch nicht mehr Fernsehauftritte bekommt. Er sollte sich regenerieren und mindestens für ein, zwei, pardon, er soll sich mindestens für ein, zwei Jahre daran beschäftigen, im Behindertenbereich zu arbeiten, damit er weiß, wie es Menschen wirklich geht. In dem Sinne wünsche ich euch noch was. Sorry für die kleinen Aussetzer. Tschüssi. Und ja, das soll es gewesen sein.